Sobald eine Wunde angerichtet wird, das ist so, werden automatisch sofort drei Wunden in der Brust angerichtet und 3W6 SP, AT und Paradebasis, KO und KK minus 3, 1W20 Kampfrunde bewusstlos und 1 SP pro Kampfrunde, bis erfolgreich erste Hilfe geleistet wurde. Kannst also 3W6 zusätzlich würfeln. Wie kann ich denn hier 3W6 auf einmal würfeln? Du nimmst sie dir mit Linksklick in die Hand und mit Rechtsklick kannst du einen weiteren hinzufügen. Oh mein Gott! Oh. Au! Ja, beschreib die Szene. Ja, also der Mordbrenner schaut gerade verwirrt zu Goggelmoggel, als sich ein Pfeil aus der Sehne löst, direkt auf das Herz zuschießt und der Typ einfach wie ein nasser Sack umkippt. Das Kettenhemd ohne große Mühen durchbricht und ich denke mal, dass er auch sofort seinen letzten Lebenshauch aushaucht. Ja, er hatte noch so einen ungläubigen Blick, als er die hässliche Fratze von Gorgelmoggel geblickt hat, die ihn da auslacht und voller Scheiße stirbt er, fällt zur Seite. Es platscht noch einmal in den Schlamm und er ist tot. Ja, nach dem Glattschuss von Groggel fällt noch der Wurfspeer von Ronga in den Arm, in den bereits nicht mehr beweglichen Mann. Nee, der war schon tot, das ist meine Beute. Krockel, Krockel, das war der beste Augenblick meines Lebens. Der war voll mit Kacker. Und dann hast du ihn ins Herz geschossen. Wollen wir ihn reinziehen? Sollten wir, sonst sehen die ihn noch. Sind alarmiert. Was ist jetzt mit dem Ritter? Ja, dann würde ich das Tor aufmachen, um ihn reinzuziehen. Und wir können jetzt davon ausgehen, dass sie keine Falle für uns draußen bereitstellen, denn die wissen noch nicht, was hier drin vor sich geht. Wir könnten den Ritter reinholen. Ich werde ihn holen, ja, auf aber jeden da ist Fall. doch noch die gruselige Bogenschützin. Bergin, Intuitionsprobe. Dann bist du nicht überrascht. Du kannst versuchen, dem Pfeil auszuweichen. Mit einem Ausweichen plus 8. Genau, du hast einen Ausweichenwert von 8 und wenn es erschwert ist um 8, dann ist die Probe regeltechnisch nicht erlaubt, aber die 1 wäre natürlich immer, also 1 geht halt immer, aber du hast halt eine 2 gewürfelt. Also bist nicht ausgewichen. Und das Spaßige ist, dass ich jetzt auch auf Herzen schieße. Mit dem Kompositbogenschütze. Sind 10. Ist das eine Wunde? Auf die Distanz sind es immer noch 10? Ja, das ist eine Wunde. Dann bekommst du 3W6 SP automatisch und 3 Wunden in der Brust. Du bist 1W20 Kampfrunden bewusstlos. Und bekommst Also 1 eben war SP das noch pro Kampf. lustig. 1 SP pro Kampfrunde, bis die erste erfolgreiche Hilfe geleistet wurde. Also wirf jetzt 1W20. Und 3W6, genau. 3W6 nochmal zusätzlich. Dann 18 TP weniger. Wie viel Lebenspunkte hast du noch? Von 31 minus 18. 13, ne? Ja. Gut. Erste Kampfrunde. 12 SP, beziehungsweise 12 Lebenspunkte. Der Pfeil schlägt in die Brust von Perjin. Er hat versucht, noch die Leiche des eben Getöteten zu greifen, auch wenn sie in Scheiße getränkt war. Er wird 2, 3 Meter durch den Schlamm nach hinten geschleudert und fällt wie tot zu Boden. Was wollt Wo ihr ist denn tun? das Tor wieder zumachen? Ja, ich pack mir Perjin und schleife ihn durch das Tor. Ja, ich helfe Groggel dabei, das Tor zuzumachen. Körperkraftprobe. Körperkraft. Jetzt hätte ich gerne noch die erhöhten Werte. Wie lang war das? War eine Schnellsteigerung, richtig? Ja, nur 50 Kampfrunden. Unser Halbgoblin. Ja, Goggle hat schon genug Erfahrung mit dem Tor und du wuchtest das Tor zu, schmeißt den Riegel vor, der Riegel kracht doch so ein bisschen bedrohlich und es ist zu. Die nächste Kampfrunde vergeht. Einen weiteren SP für Pergy. 11 Schamanerich, Lebenspunkte. schamanerich.
Hilfe! Das höre ich, oder? Wahrscheinlich schon. Hilfe, Heiler, Heiler, Doktor! Ja, und dann rennt Kasim so schnell sein kaputtes Bein ihn trägt. Ja, so schnell dein kaputtes Bein dich trägt. Wir gehen, während du reagierst, auf alle Fälle schon mal auf 10 Lebenspunkte. Und dann würde ich dir sowas wie eine Geschwindigkeit von 5 geben. Ich würde da nicht warten, bis Kasim da ist. Also Ronga kennt sich mit dem Heilen aus, ein wenig zumindest. Und würde ihn, sobald er ihn da reingezogen hat, versuchen, provisorisch die Blutung zu stoppen, damit er dann nicht mehr LE verliert. Ja, alles klar. Dann Heilkunde Wunden. Soll ich versuchen, dir zu helfen? 3 Brustwunden, dementsprechend das Schwert. Fass damit an. Das heißt, er darf eine Probe würfeln. Heilkunde Wunden plus 15. Gar kein Problem. Kasim humpelt mit einer Geschwindigkeit von 5 auf euch zu. Ja, Heilkunde Wunden 15 kann ich eigentlich schon knicken. Ja, eigentlich schon. Er blutet aus wie ein Schwein. Eben war es noch lustig. Gorgel hatte die Fratze laut aufgerissen, um zu lachen, zu geckern. Das ist der schönste Augenblick meines Lebens. Und er wird jetzt gerade zum furchtbarsten Moment. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich auch nicht. Die ist so gemein. Bringt ihn her! Dann bekommt Pergin einen W6 Lebenspunkteverlust durch nicht geschaffte Heilkunde-Wundprobe und Kasim humpelt weiter auf euch zu. Danke für die 1. Ja, dann versuchen wir ihn mal zu Kasim zu bringen. Die nächste Kampfrunde vergeht einen weiteren SP. Genau, Anatomie wäre natürlich ebenso möglich. Ihr könnt euch Pergin überwerfen. Ronga ist da definitiv stark genug und die Goblins nehmen dann Hände und Beine und so versucht ihn durch den Schlamm auf ihn zu wiegen. Ja, so lauft ihr ihm entgegen. Kasim ebenso. Eine weitere Kampfrunde vergeht. Einen weiteren SP. Pergin, wie viele Lebenspunkte hast du noch? 7. 7. Dann, Kasim, los geht's. Balsam? Ich möchte keine Wunden heilen. Ich möchte nur Erstversorgung machen. Das ist nämlich ungleich Wunden heilen. Und der Balsam ist nur Schwert, wenn man Wunden heilen will. 7 Lebenspunkte hat er noch. Also er sieht aus, als wäre er gleich tot. Und er ist noch ohnmächtig, oder? Einen weiteren SP. Ja, Balsam. Für Zeit lassen habe ich jetzt leider keine Zeit. Balsam und ich gebe ihm tatsächlich einfach mal 5 Lebenspunkte. So, dass er aufhört auszubluten. 5 Aktionen dauert, bis die Heilwirkung eintrifft, ne? Also er bekommt noch 2, da wir echt runden, 3 volle SP, wenn es gelingt. Das ist gelungen. Balsam auf 4, ist das nicht erschwert? Nein, ich will ihm nur Lebenspunkte geben. Ich nehme doch nicht die 15 Punkte, um die Wunde zu heilen. Auf wie viel LE bist du? Also wie viel bekomme ich jetzt? 5 Stück. Du bekommst dann 5 Lebenspunkte? Dann bin ich auf 11. Und der konstante Verlust von Lebenspunkten ist erstmal beseitigt. Du hast aber noch alle Abzüge für 3 Wunden. Virgin, würfel mal eine Konstitutionsprobe. Das Gift schleicht sich direkt von deinem Herz in den Rest deines Gewebes. Die heilende Wirkung von dem Balsam tat ganz gut, aber du fühlst trotzdem, wie sich deine Beine, deine Arme eiskalt anfühlen. Rieche ich möglicherweise, dass da Gift ist? Weil dann würde ich mal untersuchen, was das ist. Kannst du tun. Heilkunde Gift. Okay, gucken. Oh, nee. Ich lauf mal zu Helmfrieda. Habt ihr einen Heiler hier im Dorf? Nein, haben wir nicht. Wir haben eine Schafshirtin, die sich ab und zu mal um die Schafe kümmert und gebrochene Beine oder sowas macht, aber mehr nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas ist da. Die hat mit was Fiesem geschossen.
Meinem Rektor, verschone diesen tapferen Menschen. Schick die Leute vorsichtshalber nochmal wieder ins Haus. Da draußen ist eine fiesgemeine Bogenschützin. Perjin, du merkst, wie Bruderschwester Ruhr und Gror dich zu dich rufen. Die Reise zum Diskus. Du wirst neu geboren. Als was, fragt sich. Zeit für ein paar letzte gute Tipps. Ein paar Hinweise, die du diesen Fremdigis noch mit auf den Weg geben kannst. Für ihr ein besseres, schöneres Leben. Perjin würde jetzt, ich würde jetzt leicht stammeln. Bruderschwestern, passt auf Pfeile auf, die auf euch geschossen werden. Die können tödlich sein. Es ist noch nicht vorbei. Oh, du bist weise. Perjin, du wirst hier nicht sterben. Wir kriegen das irgendwie wieder hin. Ja. Das. Hast du keine Heiltränke, Ronga? Irgendetwas? Weißt du, ich denke immer wieder, dass diese sehr praktisch sind. Aber ich kaufe mir nie welche. Perjin hustet jetzt und es kommt sehr viel Blut aus seinem Mund, was nicht rot ist, sondern schwarz. Das ist doch nicht gut. Das ist nicht gut, nein! Das ist irgendein Gift. Habt ihr im Turm nichts gefunden? Keine Heiltränke? Irgendwelche Heilmittel? Ich durchsuche mal nochmal die Leichen, die hier rumliegen. Ja, viele Würfel aus Knochen, die du findest, zahlreiches Material von Söldnern, was sie irgendwie bei sich haben, auch so ein bisschen Würselkraut, ja, tatsächlich. Du weißt, dass das wohl auch hilft gegen Wunden, außer bei Zwergen, da verursacht es Juckreiz. Aber wirklich etwas zum Heilen von Gift findest du bei denen nicht. Auch keine Heiltränke. Groggel, renn mal auf den Turm hoch. Ohne dabei aus dem Fenster zu gucken. Leg die Tröte so auf die Fensterbank, dass der Kopf unterhalb des Fenstersims ist und würde dann einen Hilferuf tröten. Also er trötet einfach schief und wie er es immer tut in die Dings und hofft, dass irgendwelche Goblins das als Hilferuf erkennen. Goblins, andere Speer von Ziblim. Weit im Krallenforst. Kasim geht die Zauber in seinem Kopf durch, ein Elementar, den er rufen kann, ein Djinn, vielleicht ein Apfenenum, irgendwelche Gegengiftzauber. Da ist nichts. Maraskan, du erinnerst dich zurück. Die verfluchte Insel. Ein weiteres Mal, dass ein Maraskaner vor dir stirbt. Die Szenen der Mine, die in deinem Kopf vorgehen. Aber hier liegt nur Perjin, der gar nichts dafür kann. Er wollte nur helfen, die Leiche beseitigen. Und jetzt stirbt er und du kannst nur zusehen und ihm die letzten Worte mit auf den Weg geben. Kasim guckt zu ihm, guckt in den Himmel, wo es immer noch so leicht Schneeregen runterkommt. Na, Firon, faire Jagd und so, ne? Perjin. Wenn du willst, kann ich es kurz machen. Du siehst nur, wie seine Augen sich öffnen und schließen und er dich anguckt. Und vielleicht erkennst du ein Nicken. Tja, Kasim legt ihm mal die Hand auf die Stirn. Ich nehme an, er ist einfach extrem heiß. Also abgesehen davon, dass für Kasim eh alle Menschen extrem heiß sind, aber... Ganz im Gegenteil, eigentlich ist er genauso kalt wie du. Seine Hände, seine Beine nehmen fast, sind so weiß wie deine, sie sind zugeeist, würdest du meinen. Und auch sein Kopf ist mittlerweile kalt. Kleine. Gutes Eis? Schwarzes Eis. Leichte Frostringe, die sich um die Augen gebildet haben. Ein bisschen abperlen. Ja, können die anderen wahrscheinlich sehen, wie Kasim jetzt so vorsichtig nach seinem Magierstab greift, den er vorher einfach achtlos neben sich geworfen hat bei dem Balsam. Dann aufsteht,
die Augen geschlossen. Verzeih mir, Bruder. Und dann das Eisschwert aktiviert. Sird einmal. Und du kannst ihm die letzte Ehre des weißen Eises erweisen, bevor er von dem Schwarzen dahin sieht. Ja, Kasim wird ihn tatsächlich mit einem Schlag enthaupten. Oh, der arme, tapfere Menschling. Oh. Habt ihr es gehört? War das Goggle? Nein, das kam von weiter weg. Goggelmoggel steht mal auf und versucht zu horchen, aus welcher Richtung das kam. Aus Nordosten. Von daher, jenseits des Berges. Ich nehme sofort meine Tröte heraus und tröte zurück. Die nächsten paar Augenblicke könnt ihr mit der aufgestellten Bergwacht, den Bergmännern und Frauen, die ihre Waffen gehoben haben, hinter der Palisade stehen, so ein bisschen in die Richtung gucken, aus der das Gebrüll hört, kommt, und dann könnt ihr sehen, wie einige Schweinereiter aus dem Matsch sich aus Nordosten in eure Wegung, in eure Richtung bewegen. Ungefähr 10, 11, 12 Stück Speer von Ziblim. Einige Wimpel und archaische Fahnen, die noch im Wind wehen, wie sie dann im Wald, aus dem ihr schon gekommen seid, dann wieder versinken, wieder hineinreiten und weiteres tröten, was die Befehle weitergibt. Goblins sind nun selbst auf der Jagd. Leider zu spät. Kasim steht vor Perlins Leichnam, hat ihn enthauptet, es fließt kein Blut, und schließt ihm mit einer tatsächlich jetzt schwer zitternden Hand die Augen. Möge Feron gnädig sein. Er wollte es so, Kasim. Und Fekesh den Weg durch die Sterne bewahren. Ich weiß, dass er es so wollte, und es war auch immer, mit was auch immer er vergiftet wurde, es war meine Pflicht, das zu tun. Trotzdem. Das hat er nicht verdient. Nun, aber von was sprach er? Einem neuen Leben? Vielleicht wird er sich ja an diesem Vergnügen. Vielleicht befindet er sich schon da. Ja, wo gehen wir hin? Wo auch immer er hingeht. Ich hoffe, dass es ein guter Ort ist. Also gut, so kommen wir aus mit uns. Gehen wir raus und töten sie alle. Nehmt Holzdinge mit, dass sie euch nicht sofort abschießen kann. Schilde? Ja, oder ja, Türen oder irgendwas Großes, wo ihr euch hinter verstecken könnt, dass ihr nicht so eine freie Schussbahn habt. Ihr habt's gehört, Männer und Frauen, reißt die Türen raus. Zeit, dass wir die Mordbrenner vertreiben. Schukram! Sokram! Die Palisade öffnet sich ein letztes Mal. Und die Menschen strömen nach draußen, um gemeinsam mit den Goblins zu kämpfen.